Brandenburg platzt eine Bombe nach der anderen. Der Kandidat der AfD hat mal Tacheles geredet zum Thema Abwanderung von Fachkräften. Der RBB, der Skandalsender aus Berlin, sagt natürlich, wir haben dazu keine Zahlen, die das belegen. Ein einfacher Blick ins Internet sagt, ihr habt keine Zahlen. Es gibt Dutzende Zahlen, die das belegen. Und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist völliger Wahnsinn. In Brandenburg kommen sie mit der einen Umfrage heraus, dass die SPD gleich auf ist mit der AfD. Wenn man danach gefragt hat, wer sie in Auftrag gegeben hat, kam keine Antwort. Ein Tag später kam genau die andere Umfrage raus, die den Abstand wieder bei 3-4% gesehen hat. Ich finde es immer noch erschreckend, wie viele sich in Brandenburg hinter der SPD versammeln. Aber das sind auch immer die, die dann wahrscheinlich zum Demonstrieren nach Mitte fahren, nach Berlin, wenn es mal wieder heißt, alle gegen rechts. Jetzt ist aber hier ein Kandidatencheck gewesen vom RBB, den müsst ihr gesehen haben. Schaut euch mal an, es geht hier um die Frage, welche Ausländer die AfD überhaupt im Land haben möchte oder sie noch reinlassen möchte. Und der Spitzenkandidat, er spricht hier einfach Fakten aus, die sie gar nicht kennen. Passt mal auf. Meinte, Herr Berndt, welche ausländischen Arbeitskräfte würden Sie denn überhaupt auf den Arbeitsmarkt lassen? Gibt es da welche? Es gibt doch ganz viele, die schon hier sind. Und gerade diese Migranten unterstützen uns doch darin, diese Vermengung mit der Asylmigration, mit der grenzenlosen Asylmigration zu beenden. Wir haben seit 2015 Zuwanderung von mehr als 10 Millionen Menschen und noch nie war das Fachkräfteproblem so groß wie jetzt. Das stimmt doch was nicht. Also diese ganzen Erzählungen, das würde unsere Probleme lösen, stimmen doch von vorne und hinten nicht. Und im Gegenteil, das, was wir an Asylmigration haben, bindet Fachkräfte. Die haben einen ungeheuren Betreuungsaufwand. Herr Krumbach wird es bestätigen können. Und es treibt Fachkräfte aus dem Land. Sie wollten es vorhin nicht hören. Aber die Situation in den Schulen treibt Fachkräfte aus dem Land. Die Situation in den Parks, in dem öffentlichen Raum, in den Zügen treibt Fachkräfte aus dem Land. Wir haben stündliche Messerattacken, Gruppenvergewaltigungen. Das treibt doch normale Menschen aus dem Land. Und wir müssen diese Politik ändern, wenn es wieder besser werden soll. Ich müsste jetzt auf die Bevölkerungsstatistik verweisen, meiner Kenntnis nach, weil Sie sagen, treibt Fachkräfte aus dem Land. Statistisch konnten wir das bisher noch nicht beobachten. Dann lesen Sie mal bitte die Statistik, Herr Platt. Ich bin schon überrascht, auf welchem Niveau Sie hier die Fragen stellen. Das war ein super Kommentar zum Ende, auf welchem Niveau hier die Fragen gestellt werden. Wir reden über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir wissen das. Und wenn wir konkrete Zahlen haben wollen, die Bundestagsdrucksache 20.12.277 vom 15.07.2024, die Antwort der Bundesregierung, die Abwanderung deutscher Fachkräfte und ihre Auswirkung auf den Fachkräftemangel in der deutschen Wirtschaft. Da verweisen Sie darauf, dass Sie so konkrete Zahlen gar nicht haben. Sie haben nur die Wanderungsstatistik. Wie viele Erwerbstätige im Einzelnen abwandern, ist der Bundesregierung leider nicht bekannt. Ja, dann müsste man nämlich sich eingestehen, was hier am Ende das Problem ist. Aber wir schauen doch einfach mal, wir waren gerade beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Schauen wir mal bei den Kollegen vorbei vom Mitteldeutschen Rundfunk, beim MDR. Da heißt es im Dezember 2022, Hunderttausende deutsche Fachkräfte wandern aus und dann Strich kommen aber auch wieder zurück. Ja, es kommen immer ein paar zurück, aber wir haben die letzten 22 Jahre ein Abwanderungssaldo. In jedem Jahr sind mehr Deutsche gegangen als zurückgekommen. In Summe kommen also nur ein paar wenige zurück. Wir können dann weiterschauen, zum Beispiel hier bei Agrar heute. Das Ganze ist dann vom Juni 2023. Hunderttausende Fachkräfte wandern aus und verlassen Deutschland. Sie gehen hier sogar etwas mehr ins Detail und sagen, dass über 58% aller derer, die auswandern, gerade im erwerbsfähigen Alter sind und über 2/3 einen Hochschulabschluss besitzen. Und weil im Ganzen noch nicht genug ist, vom März diesen Jahres gibt es hier eine Grafik, die zeigt, wie Studenten dazu stehen, direkt nach dem Studium abzuwandern. Also, die sind noch gar nicht erwerbstätig, die sind noch in Ausbildung. Und wenn sie ein duales Studium machen, dann sind sie erwerbstätig. Ihr seht die Statistiken, das ist alles immer ein bisschen kompliziert zu sehen. Auszubildende sind auch Erwerbstätige ab dem ersten Tag. Und die Spatzen, sie pfeifen es von den Dächern. Jeder weiß es, wer gut ausgebildet und gut qualifiziert ist.
der versucht, das Land zu verlassen. Und wir sehen inzwischen eine Flucht aus Deutschland, nicht nur die über Jahre zugenommen hat, sondern es verschieben sich jetzt auch noch die Präferenzen der Länder, in die ausgewandert wird. Es gibt wieder einen großen Trend für die Flucht in Richtung USA. Und das haben wir gesehen vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob die AfD in Verantwortung kommt oder nicht, sondern ich beziehe das auf einen großen Krieg in Europa. Immer wenn es in einer Konfliktsituation auf Konfrontation gestanden hat, selbst im Kalten Krieg hat man das gesehen, hat die Abwanderung von Hochqualifizierten immer weiter zugenommen. Nicht nur, weil sie es sich leisten können, sondern weil sie auch für ihre Kinder eine bessere Zukunft sich vorstellen. Das ist am Ende auch meine Hauptmotivation, dieses Land zu verlassen. Ich wollte schon immer ein paar Jahre im Ausland leben. Jetzt geht es bei mir vorrangig aber darum, meine Kinder, wenn sie aufwachsen, noch sind sie sehr klein, irgendwann in einer geschützteren Umgebung aufwachsen zu lassen, als das in Deutschland möglich ist. Und nein, ich ziehe auch nicht irgendwo auf ein Dorf, wo es nur 300 Leute gibt, die wir alle kennen. Und ob ich wieder zurückkomme oder nicht, das schauen wir mal. Ich muss ja erstmal schauen, dass sie bei mir keine Wegzugsbesteuerung dann ansetzen wollen. Denn selbst wenn ich nur im europäischen Ausland meinen Wohnsitz als Geschäftsführer meiner GmbH verlege und meine GmbH weiter in Deutschland bleibt und in Deutschland alle Steuern bezahlt, selbst dann soll ich Wegzugsbesteuerung bezahlen für fiktive Firmen. Es ist völliger Wahnsinn. Früher hatten wir eine Reichsfluchtsteuer in diesem Land. Das Gleiche versuchen sie hier jetzt wieder. Gut, dass meine Firma mit meinem Kanal hier an meiner Person hängt. Und wenn die Person geht, ist alles andere hintenrum nur noch Vertragswerk. Da gibt es ganz andere, die können nicht gehen, weil sie hier Grund und Boden und Produktion besitzen. Für die sieht es ziemlich schlecht aus. Aber die machen am Ende es wie die Familie Fissmann, verkaufen an den Konkurrenten, streichen sich das Geld ein und sagen, und jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Dieses Thema ist wirklich kontrovers. Aber dass Fachkräfte abwandern, weil es in diesem Land schlechte Zustände gibt, das pfeifen die Spatzen von den Dächern und sie wollen das vor der Brandenburg-Wahl dann einfach wieder nicht hören, wo man eindeutig mal sagen muss, sie haben doch recht, wenn sie von der AfD sagen, die vielen Migranten binden Arbeitskräfte. Und es ist ja jetzt so, dass die Leute, die kommen, die müssen alphabetisiert werden, die müssen ausgebildet werden, wenn überhaupt möglich und so weiter und so fort. Das ist totaler Wahnsinn. Das ist eine richtige Industrie, kann man sagen. Also die einen haben eine private Migrationsindustrie aufgebaut und die anderen fordern einfach eine privatwirtschaftliche Abschiebeindustrie. Ich sehe da nicht so große Probleme bei einer Abschiebung, solange die Personen von der Staatsgewalt, also sprich von der Bundespolizei, festgesetzt werden, wenn man die dann an private Dienstleister übergibt, die sie in die Heimat überführen. Was war denn das mit Katar? Eine Sicherheitsfirma und keine deutschen Polizeibeamten haben diese Leute mit einer Katar-Maschine nach Afghanistan geflogen. Also das, was die AfD fordert, ist das, was die Bundesregierung umsetzt. Jeder, der da wieder kommt mit, das ist verfassungswidrig, dann sage ich so, dann ist auch Frau Faeser verfassungswidrig und dann sind wir uns ja endlich mal einig, dass jemand mal verfassungswidrig ist von der Regierung. Aber kommentiere doch mal unter dieses Video, wie du das Ganze siehst. Abonniere auch den Kanal oder deabonniere ihn, je nachdem, wie es dir gefällt. Kleiner Spaß am Rande und damit ciao, bis bald.